Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Wieder mal eine Box am Start von Kingsloot. Danke an die. Check die ab. Unten in der Beschreibung ist der Link. Jeden Monat eine Box mit ein paar Goodies drin zum Thema Gaming, Nerds, Anime, dies, das. Aber bevor wir die Box aufmachen, habe ich zwei Pokémon, die wir endlich mal wieder pushen auf Max. Und natürlich sind das Amonitas und Kabuto. Beziehungsweise Amoroso und Kabutops sind ja zwei von den Event-Pokémon. Und zwei von den drei, die shiny da sind. Alle Fossilien sind shiny da. Aerodactyl. Video habe ich heute auch schon hochgeladen. Auf der Jagd nach 100er Aerodactyl. Leider bisher erfolglos. Ein shiny habe ich, aber mal schauen, was ich am Ende pushen werde. Ob ich einen Aerodactyl noch pushen werde. Falls ich noch einen guten bekomme. 96er hätte ich am Start. Aber 100er Amonitas und 100er Kabuto sind bereit. Beziehungsweise die sind schon längst entwickelt. Moment. So, warte so. Omanyte. Almost da. Der ist übrigens bereits ein bisschen gepusht worden, weil es gibt ja diese Quest, push einmal einen Power-Up oder 5 Power-Up oder sogar 7, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich die bekommen habe, habe ich den und Kabutops schon mal ein bisschen gepusht, weil, naja, weil ich eh wusste, dass ich den demnächst auf Max pushen werde. Warte mal, IV-Check für euch. So, KP, Angriff, Defense, 15. Und Amoroso übrigens, das Video kommt glaube ich morgen, beste Gesteinsangreifer. Einer der besten. Problem ist, seine Gesteinsattacken sind Legacy-Moves, die nicht mehr erlernbar sind. So, zurück zum Pushen. Also Amoroso echt nicht schlecht, vor allem wenn man zwei, also nicht zwei Amoroso, ich meine ein Amoroso mit zwei Legacy-Moves hat. Und zwar Legacy Move für die Fast Attacke und Legacy Move für die Charge Attacke. Hätte ich so einen, da würde ich den auch auf Max pushen, egal welche IV. Wir haben ja letztens in einem Video rausgefunden, IV nicht so wichtig. Und wer den als 100 hat, puh, nicht schlecht. Aber wie gesagt, mehr zu dem Amoroso morgen in dem Top 5 Gesteins Video. So, endlich mal wieder was pushen. Wir sind schon wieder über die 7 Mille gekommen. Schon länger nichts mehr gepusht. Ja, jetzt dann demnächst. Latios wird noch gepusht, weil am 5. ist er ja weg. Da kommt wie immer unser Recap, unsere Ausbeute. Dann wird der gepusht. Ho-Oh genauso. Und schauen wir mal, was sonst noch so am Start ist zum Pushen. Seine WP sind jetzt auch nicht so schlecht. Können sich schon zeigen. Können sich echt sehen lassen. So. Also über 26 kommt er auf jeden Fall. 27 knackt er glaube ich nicht mehr. Das ist echt schon echt solide. So. Unter die 7 Mille gefallen. 2,75. So, Hammer geht auf jeden Fall noch. 26, 8. Dreimal geht noch. So, jetzt kommen die 2 für 15. Nee, ah, jetzt hat. Okay. Jetzt kommen die 2 für 15. Ja. Yeah. 39,5 wäre der jetzt. Und 40. Ich habe gerade mal so genug Bonbons. Nicht schlecht. Okay. Und jetzt noch Kabutops hinterher. Wie gesagt, den habe ich auch schon bereits ein bisschen gepusht. Wegen der Push-Quest. Auch hier. Beste KP-Angriff, Defense 15. Der kann auch keine Gesteins-Fast-Attack. Die andere ist, glaube ich, Zornkling, also eine Käferattacke. Also, angriffstechnisch eigentlich irrelevant. Ich meine, wir können das noch ändern auf Gestein, aber ich meine, wozu? Wir haben 6 oder 5 Geowatts haben wir. 2 Lizaros und jetzt dann mit dem C-Day machen wir uns 6 Desmond. Also, den auf Gestein brauchen wir eigentlich echt überhaupt nicht. Wir können mal vergleichen den zu Amoroso dann.
Also Amoroso auf jeden Fall viel besser. Hat man auch am Raid gesehen, glaube ich. Das waren ja beides 3er Raids. Und Amoroso war definitiv schwieriger. So. Amoroso 2,6 irgendwas, glaube ich, war der. Max und der. Ja, 2,4 knackt auf jeden. Ich denke 2,5 müsste auch noch knacken. Also ein großer Unterschied ist da eigentlich nicht, aber wirklich zu gebrauchen kaputt tut's nicht, obwohl er echt cool aussieht. Also das muss man ihm echt lassen. Ah, 2,5. 2,5 wird knapp. 2,5 zu knacken wird. Ah ne. Aber gerade so knackt er die 2,5. So. Aber jetzt kann ich noch zweimal pushen. Ja, gerade so. Ein Push. Über 2,5 nur. Bam. 2,5, 17. Und warte mal. Charge Move ändern wir, glaube ich, auf jeden Fall. So, Fast Term, Charge Term. Kabutops. Und Stone Edge. Ja. Passt. Und dann nochmal ein Ammonitas und Shiny? Nee, leider nicht. So, fangen wir den schnell und dann zeige ich euch nochmal beide nebeneinander. Und dann geht's weiter mit der Box. Natürlich, unten in die Kommentare, habt ihr einen Shiny Ammonitas, habt ihr einen Shiny Kabuto, habt ihr einen 100er Ammonitas, habt ihr einen 100er Kabuto, habt ihr einen 100er Shiny Ammonitas, habt ihr einen 100er Shiny Kabuto. So, da haben wir sie. 2,685 Amoroso, 2,517 Kabutops. So, weiter geht's mit der Box. Ich freue mich schon. Immer eine kleine Überraschung. Warte, könnt ihr es so sehen? Nee, lieber nicht. So. Spoiler Inside. Alles klar. Nee, danke. Dann haben wir hier wie immer ein Shirt. Und wie immer muss ich Kingsloot loben. Genau, das ist das Wort. Loben. Für ihre gute Verpackung. So, was haben wir hier? Ein Blick für euch. Ich habe leider keine Ahnung. Wenn jemand das weiß, unten in die Kommentare. Aber wie so oft bin ich überfragt. Nicht das erste Mal. Dann natürlich, wie immer, ein Pin. Ich muss euch demnächst mal meine Pin-Sammlung zeigen. Weil langsam wird die größer. Dann haben wir ein. Oh, Flaschenöffner. God of War Style. Okay. Flaschenöffner kann man immer gebrauchen. Ist cool. Dann. Alter. Das führt mich zurück in meine Kindheit. Center Shock. Das haben wir früher als Kinder immer gekauft. 5 Pfennig damals noch. Oder 10 Pfennig. Beste. Dann. Eine kleine Minecraft-Figur. Minecraft nie gezockt. Shoutout geht raus an Poison, der mit Pokémon Go aufgehört hat und dann Minecraft gemacht hat. Und jetzt macht er, glaube ich, nicht mal mehr Minecraft. Aber war nie mein Ding, habe ich nie gezockt. Und als letztes noch eine etwas größere Figur, wie immer am Start. Alter, das ist. Alter! Triforce Licht! Alter, wie geil ist das denn? Alter, das muss ich direkt aufmachen, warte mal. So, da haben wir's. Warte mal. Hatte schon Batterien? Wie macht man das an? So, da haben wir's. Das Triforce Licht. Alter, das ist echt geil. Das ist echt geil. Also die Box war echt der Hammer. Mit dem Licht hier und dem Center Shock. Danke an Kingsloot für diese geile Box. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Das war's von mir. 100 Amoroso. Leider ohne Legacy Movesets, weil sonst wäre der echt zu krass.
auf Max gepusht und hunderte Kabutops, der leider nicht so viel kann. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.